In der heutigen Vorlesung zum Energiewasserbau möchte ich Ihnen einen Klassiker des Energiewasserbaus vorstellen, und das ist das unterschlächtige Wasserrad. Die Bezeichnung unterschlächtig kommt daher, dass das Wasser unterhalb unserer Turbine durch das Rad läuft. Das heißt, es wird von unten beaufschlagt. Ein oberschlächtiges Wasserrad, da läuft das Wasser dann hier entlang. Und wir werden in den nächsten Vorlesungen erkennen, dass das oberschlächtige Wasserrad wesentlich besser ist als das unterschlächtige Wasserrad. Doch bevor wir dazu kommen, möchte ich heute mit Ihnen, nehmen wir mal an, wir haben nur so ein Wasserrad zur Verfügung, dieses einmal vollständig oder relativ vollständig durchdimensionieren. Wir gehen also davon aus, wir haben nur ein unterschlächtiges Wasserrad zur Verfügung und wollen uns damit heute einmal beschäftigen. Wie optimieren wir eine solche Anlage? Wir nehmen einmal an, wir haben einen Zufluss von 300 Liter pro Sekunde und wir haben eine Breite, unser Gerinne und unser Wasserrad hat eine Breite von 50 Zentimetern, ist also kein sonderlich breites Gerinne mit einem dafür durchaus recht bemerkenswerten Zufluss. Ja, gesucht ist eigentlich alles andere, der Außenradius, der Innenradius, die Hubhöhe, die ich hier unter dem Schutz einstellen möchte, die Leistung, die meine Anlage erzeugt und unter Umständen auch noch eine Regelungsstrategie, wenn andere Durchflüsse zu meinem Wasserrad kommen. Ja, das wäre so das Thema. Was müssen Sie bisher dafür beherrschen? Was wir heute brauchen, ist doch eine Menge, nämlich zunächst erstmal die Formel für den Strömungskraft auf einen Körper. Das wird vorausgesetzt, müssen Sie aber nicht unbedingt gehört haben, kann man auch hier gleich einfach als gegeben annehmen. Dann die Massenerhaltung in der Strömungsmechanik, die Impulserhaltung werden wir immer brauchen. Dann brauchen wir die Grundkenntnisse aus der Gerinnehydraulik, nämlich das unterströmte Wehr oder die Hubschütze und die Grundlagen der Rotationsmechanik, das heißt die Drehimpulserhaltung für unser System und die Dynamik der Welle. Das wäre das vorausgesetzte Wissen. Wir beginnen einmal unsere Anlage zu dimensionieren. Unsere Anlage besteht also aus einer Hubschütze hier. Vor dieser Hubschütze wird der Wasserstand aufgestaut und der läuft dann durch diesen Aufstau mit großer Geschwindigkeit unterhalb der Hubschütze entlang, trifft hier auf unser Rad, beschleunigt, rotiert dieses, verliert Energie und läuft mit einer größeren Höhe h weiter aus unserer Hubschütze oder aus unserer Anlage heraus, aus unserer hydraulischen Anlage heraus. Was müssen wir bemessen? Das Allerwichtigste ist natürlich an dieser Struktur erst einmal, dass wir uns schützen. Nämlich, dass wir hier die richtige Wassertiefe an der Stelle berechnen, weil alle Dämme und Deiche, die hier vorfolgen, die im Oberlauf folgen, müssen natürlich auf diese Höhe bemessen werden. Das heißt, unsere erste Aufgabe ist die Berechnung dieser Wassertiefe H0 hier im Oberlauf. Ja, da haben wir in der entsprechenden Vorlesung zur Hubschütze gelernt, dass wir entweder das mit der Bernoulli-Gleichung berechnen können, da müssen wir den Abflussbeiwert der Hubschütze kennen und dann können wir aus dem Durchfluss, 300 Liter pro Sekunde in unserem Fall, die Höhe vor der Hubschütze in Abhängigkeit von der Schütztafelhöhe hier bestimmen. Das war die Methode mit der Bernoulli-Gleichung. Die hat nur befriedigende Ergebnisse gegeben. Mit der Impulsgleichung, wie ich Ihnen das in der Vorlesung gezeigt habe, wird die Formel etwas länger, die Sie allerdings mit dem Polynomverfahren von MATLAB oder anderen mathematischen Verfahren wie Mathematiker sehr schnell ausrechnen können. Und dann kriegen Sie hier eine sehr gute Abschätzung für die sich hier einstellende Höhe. Nun ist die nächste Frage, sollen wir die Schütztafel möglichst tief fahren oder möglichst hoch fahren, um möglichst viel Energie zu erzeugen? Wir müssen also zunächst erstmal eine Theorie dafür entwickeln, welche Leistung erzeugt unser Wasserrad? Welche Leistung erzeugt unser Wasserrad? Ja, und dann starten wir einmal mit der Widerstandskraft oder die Kraft einer Strömung auf ein
Körper. Und die Kraft auf einer Strömung auf einen Körper haben wir nach der klassischen Formel 1/2 Dichte des Fluides mal CW-Wert meines Körpers mal Querschnittsfläche, auftretende Flächenfläche mal Strömungsgeschwindigkeit bestimmt. Hier muss allerdings nicht die Strömungsgeschwindigkeit genommen werden, sondern die Relativgeschwindigkeit zwischen, weil sich ja das Rad bewegt, die Relativgeschwindigkeit zwischen Rad und Strömung. Wenn sich beide gleich bewegen, würde gar keine Kraft auf das Wasserrad ausgeübt werden. Also, das heißt, die Geschwindigkeit V1, mit der die Strömung hier drauf tritt, minus der Geschwindigkeit des Rades, weil die sich ja wegbewegt. Ja, V1 ist Q durch A, Durchfluss durch hier Querschnitt, also und A ist B mal H1. Und meine Radgeschwindigkeit, diese Umlaufgeschwindigkeit hier ist Omega mal Rad. Radius, Omega mal R. Wenn ich alles dementsprechend einsetze, bekomme ich dann hier, das ist die Kraft, die auf ein solches Rad wirkt. Wenn ich die Leistung berechnen möchte, muss ich das mit der Radgeschwindigkeit multiplizieren, nicht mit der Relativgeschwindigkeit, sondern wir wollen ja hier Rotationsleistung erzeugen. Ich muss es also mit der Geschwindigkeit des Rades multiplizieren, denn Kraft mal Weg ist Energie. Und Energie pro Zeit ist A, ist Leistung. Das heißt, hier haben wir tatsächlich eine Leistung stehen. Und wenn ich das also noch mit der Geschwindigkeit des Rades Omega mal R multipliziere, bekomme ich das als die Leistung meines Wasserrades heraus. Das als die Leistung meines Wasserrades heraus. Und das habe ich Ihnen hier einmal für eine Schütztafelhöhe von H1 gleich 10 cm aufgetragen. Ich nehme also dieses A ist ja H1 mal Breite, H1 mal B, setze ich hier 10 cm ein und habe das mal für verschiedene Omegas, nämlich Radumdrehungsgeschwindigkeiten, hier aufgetragen. Und Sie sehen ein sehr interessantes Verhalten. Dreht sich unser Rad überhaupt nicht, produzieren wir keine Energie. Dreht sich unser Rad sehr schnell, dann wird die Energie wahrscheinlich oder die Leistung sogar negativ, weil dann schiebt unser Rad die Strömung an. Aber wichtig an der Stelle ist, wir haben ein Maximum. Wir haben ein Energiemaximum und das liegt hier bei einer gewissen Umdrehungszahl. In Abhängigkeit vom Durchfluss liegt es bei unterschiedlichen Umdrehungszahlen. Wir wollen natürlich unser Wasserrad so schnell drehen lassen, dass wir das Optimum an Leistung aus unserer Anlage herausziehen. Wie machen wir das? Dazu müssen wir zunächst aber erstmal diese bestideale Rotationsgeschwindigkeit bestimmen. Und das macht man relativ einfach. Wir leiten die Leistung nach der Rotationsgeschwindigkeit Omega ab, setzen das 0 und bekommen nach kurzer Rechnung, die ich hier nicht vorführen möchte, heraus, dass die optimale Rotationsgeschwindigkeit der Durchfluss geteilt durch 3 mal dieser Querschnitt hier, also H1 mal Breite mal Radius ist, geteilt durch den Radius. Das ist die optimale Rotationsgeschwindigkeit. Und wenn wir das mit der Durchflussgeschwindigkeit vergleichen, dann sehen wir daraus, mein Rad muss sich etwa mit einem Drittel der Gerinnegeschwindigkeit, der Strömungsgeschwindigkeit hier bewegen. Das Rad bietet der Strömung also einen Widerstand und wird dadurch erst angetrieben, leistet dadurch überhaupt erst Arbeit. Ja, und damit können Sie sich auch ausrechnen, dass wenn ich durch dieses Rad die Strömung bremse, dann muss ich hier natürlich noch Spielraum in den einzelnen Kapseln haben, denn die werden sich dann auffüllen. Die werden sich dann auffüllen, wenn an den Rändern kein Freiraum gelassen wird, dann werden sich diese Bereiche auffüllen und wir müssen hier diesen Differenzradius hinreichend groß wählen. Das nur als weiteres Problem bei der Konstruktion eines Wasserrades oder was wir bei der Konstruktion eines solchen Wasserrades berücksichtigen müssen. Also, die Radgeschwindigkeit entspricht ein Drittel der Gerinnegeschwindigkeit, dann erziele ich die besten Energieergebnisse. Ja, nehme ich diese Rotationsgeschwindigkeit einmal an, dann bekomme ich heraus als optimale Energie, das ist die optimale Energie, die mir ein Wasserrad erzeugen kann. 2/27 Rho mal CW-Wert meiner Schaufeln. Q hoch 3 steigt also mit der dritten Prozent des Durchflusses, geteilt durch B Quadrat und H1 Quadrat. Das ist wichtig. Das bedeutet also, umso tiefer ich meinen Schütz fahre,
Umso tiefer ich meinen Schütz fahre, umso mehr Energie erzeuge ich. Umso kleiner die Hubhöhe ist, umso mehr Energie erzeuge ich. Das ist wichtig. Das hört sich erstmal komisch an, weil man denkt, ja, dann kann man ja beliebig viel Energie erzeugen. Prinzipiell ja und prinzipiell natürlich nein. Prinzipiell nein zunächst erstmal, weil wenn Sie die Hubhöhe Ihres Schützes erniedrigen, dann müssen Sie die Dämme vor im Oberlauf der Hubschütze natürlich entsprechend hochbauen. Ihr Wasser steigt sehr, 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 sehr hoch und in diesen Bereichen steigt es sehr hoch und dann wird natürlich der gesamte Aufstau hinreichend weit durch Dämme überhaupt erzeugt werden. Das ist entsprechend teuer und dann das muss erstmal genehmigt werden, aber das ist das Prinzip, was dahinter steht. Und prinzipiell können Sie natürlich allerhöchstens bis zur Quelle hochstauen, dann des Flusses hochstauen, dann würden Sie das Optimum an Energie erzeugen. Also beliebig viel Energie können Sie hier grundsätzlich nicht erzeugen, sondern nur so viel Energie, wie Sie Möglichkeiten haben, das Gerinne im Oberlauf aufzustauen. Ja, das dazu, dass die Leistung meines unterschlächtigen Wasserrades. Der Wirkungsgrad. Wie gut ist so ein Wasserrad? Ja, das war die optimale Leistung, die erzielt wird, wenn wir die richtige Rotationsgeschwindigkeit meines Rades haben. Vergleichen wir das einmal mit der zur Verfügung stehenden Leistung. Wir haben in der entsprechenden Vorlesung kennengelernt, dass ein Gerinne oder dass wir die Leistung zur Verfügung stehen haben, Fallhöhe mal Durchfluss mal G mal Rho mal G. Die Höhe hier müssten wir allerdings noch bestimmen. Daher nehme ich jetzt mal eine einfache Formel oder dabei wird üblicherweise diese einfache Formel genommen, dass wir hier einfach die kinetische Energie betrachten, die hier herauskommt. Ein halb mv Quadrat und die Leistung ist ein halb m Punkt v Quadrat. Energie ist ein halb mv Quadrat, Leistung ist ein halb m Punkt v Quadrat. Das heißt die Ableitung desselben hier. Der Volumen, der Massendurchfluss spielt hier also eine erhebliche Rolle. Ups, eine erhebliche Rolle. Ja, das können wir in dieser Art und Weise umformen. M Punkt ist Rho mal Q mal A, V Quadrat ist Q Quadrat durch A Quadrat und dann bekomme ich diese entsprechende Formel hier heraus. Und die kann ich nun vergleichen mit der Formel hier oder kann die Leistung teilen. Die optimale Leistung meines Wasserrades ist das, die Gerinneleistung, die im Gerinne steckt, ist das. Wenn ich die beiden Formeln durcheinander teile, dann bekomme ich heraus, mein Wirkungsgrad ist 4 27stel der CW-Wert. 4 27stel der CW-Wert, da geht alles raus, was da drin steht, und dann bleibt nur 4 27stel der CW-Wert übrig. Und der CW-Wert von Strukturen mit möglichst hohem Widerstand, haben Sie damals gelernt, wäre zum Beispiel 1,3. Das wäre der CW-Wert, glaube ich, einer Halbschale. Das ist also ein möglichst hoher CW-Wert. Das ist also jetzt anders als im Auto, als beim Auto, wo wir möglichst niedrige CW-Werte haben wollen. Würden wir also mit solch einem CW-Wert hier kommen auf einen Wirkungsgrad von 19%. Wir ernten aus dem Wasser lediglich 19% des zur Verfügung stehenden, der zur Verfügung stehenden Energie. Und das ist mehr als suboptimal. Und deswegen werden diese Wasserkraftanlagen heute nicht mehr gebaut. Das unterschlächtige Wasserrad hat höchstens historische Gründe. Ich möchte es aber weiter mit Ihnen durchsprechen, damit Sie a. Optimierungsmöglichkeiten einer solchen Anlage sehen und b. an diesem einfachen Beispiel einmal sehen, was an einer Wasserkraftanlage alles bemessen werden muss. Ja, ich möchte ferner wie immer die Impulserhaltung für mein Wasserrad aufstellen, und zwar deswegen, um den Wasserstand im Unterlauf zu berechnen. Das hier. Wir haben die Kraft auf die Turbine. Wir gehen gleich von der stationären und Impulsgleichung ein aus. Dann haben wir die Kraft auf die Turbine, also auf unser Wasserrad, ist gleich eintretende Impulse plus Drücke. An jeder Stelle, an dieser Stelle plus minus an dieser Stelle. Ja, das können wir einmal kurz machen. Da will ich jetzt nicht in der Tiefe drauf eingehen. Der eintretende Druck ist ein halb Rho mal G mal HI. Die Geschwindigkeiten kann ich in dieser Form berechnen. Dann ist das der eintretende Impuls, das die Kraftwirkung auf die Turbine und das der austretende Impuls. Aus dieser Gleichung kann ich relativ einfach jetzt wieder, wenn ich das nach H2 umforme, das heißt dem Wasserstand hinter der Turbine, kann ich ein Polynom für die
Wassertiefe hinter der Turbine aufstellen und dann bekomme ich diese Lösung heraus, wenn ich die Turbinenkraft, wie wir sie eben berechnet haben, hier einsetze. Dann bekomme ich also diese Funktion für die Hubhöhe des, in Abhängigkeit von der Hubhöhe des Schützes wieder, komme ich das als die Wassertiefe hinter dem Wasserrad und so muss ich die Dämme dahinter bemessen. Ja, wie erzielen wir nun die richtige Rotationsgeschwindigkeit meiner Turbine? Das ist der letzte Punkt. Und Rotation hat immer was mit Drehimpulserhaltung zu tun. Drehimpulserhaltung. Unsere Drehimpulserhaltung war die Impulsänderung ist gleich, die Drehimpulsänderung ist gleich die Summe der angreifenden Momente plus einlaufendes Moment minus plus alle einströmenden und ausströmenden Momente. Wir haben keine ein- und ausströmenden Drehmomente. Wir haben eine Turbine, die hat ein gewisses Trägheitsmoment. Das heißt, ich kann den Drehimpuls durch Trägheitsmoment meiner Turbine, Generator und alles, was da dran hängt, mal Ableitung der Winkelgeschwindigkeit bestimmen. Und dann haben wir hier zwei Drehmomente. Zunächst einmal das Drehmoment, welches durch das Wasserrad auf die Welle aufgebracht wird. Das ist das hier. Und das zweite Drehmoment, das kennen die Elektrotechniker, das wollen wir heute nur von der Wasserseite her bestimmen, das wäre das Drehmoment des Generators. Der Generator bremst meine Welle, weil er Energie aus dem System herausnimmt. Deswegen mit einem Minuszeichen, das heißt, das treibt die Rotation an und das bremst die Rotation und da wird sich irgendwie ein Gleichgewicht einstellen. Ja, bei der stationären Rotation ist dieser Term 0 und wir bekommen diese Gleichung heraus. Das ist eine quadratische Gleichung in Omega, die können wir wieder nach Omega auflösen und dann bekommen wir das als die tatsächliche stationäre Rotationsgeschwindigkeit meiner Turbine heraus und da sehen Sie hier den Generator oder das Generatordrehmoment und das soll sein die optimale Rotationsgeschwindigkeit. Das ist nicht die optimale Rotationsgeschwindigkeit, sondern wir möchten, dass das die optimale Rotationsgeschwindigkeit ist. Das heißt, wir können diese Gleichung mit dieser Gleichung oder diesen Teil der Gleichung mit diesem Teil verwursten, das nach dem Generatormoment auflösen und würden das als das ideale Moment eines Generators erhalten. Ja, diesen Wert würden wir dann im Idealfall den Elektrotechnikern geben und denen sagen, bau uns einen Generator mit einem möglichst hohen Wirkungsgrad auf der einen Seite natürlich und auf der anderen Seite, der dieses Drehmoment letztendlich hat. Das wäre unsere Wunschvorstellung als Energiewasserbauer an die Elektrotechniker. Ein letztes Wort zur Regelung des unterschlächtigen Wasserrades. Dazu möchte ich nur ein paar Bemerkungen machen. Dafür habe ich hier die wesentlichen Formeln noch einmal zusammengetragen. In der Natur haben wir keinen konstanten Abfluss, sondern einen Abfluss, der sich zeitlich ändert. Was können wir nun an unserer Wasserkraftanlage ändern? Wir gehen einmal davon aus, was in der Tat nicht ganz richtig ist, dass unser Generatormoment konstant ist, dass das durch den Elektrotechniker vorgegeben ist und dass das nicht änderbar ist. Das, wie gesagt, ist nicht richtig, aber wir wollen es hier nur mal einfach durchsprechen. Regeln können wir dann einzig und allein die Schutzhöhe H1, die Schutzhöhe A1. Alle anderen Dinge, die hier stehen, sind nicht regelbar. Der Durchfluss kommt von oben. Wir machen jetzt keine Abzweigung des Durchflusses etc., sondern der Durchfluss kommt von oben, die Breite ist vorgegeben, der CW-Wert etc. etc. Dann ist alles vorgegeben außer H1. Wir wollen damit ein optimales Omega erzeugen. Das Omega, was im stationären Betrieb sich einstellt, ist das. Das ist unter Umständen, wir sehen hier, Q ist jetzt zeitvariabel, das ist unter Umständen nicht optimal. Wir müssen also das hier einsetzen und bekommen eine Formel dafür heraus, wie viel Leistung wir im instationären Betrieb erzeugen würde. Und das Einzige, was wir regeln können, ist die Wassertiefe H1. Die Wassertiefe H1 und die darf wieder nicht so groß sein oder so klein sein, dass der Wasserstand vor dem Schütz über die Dämme tritt. Das heißt, unser Wasserstand H0 ist begrenzt. H0 ist begrenzt durch ein H0-Max. Da fangen die Dämme an zu überfluten, beziehungsweise da erreiche ich die maximale Ausbauwassertiefe hier vor der Schütztafel. So, und zwischen diesem Wert und
zwischen diesem Wert, achso, und das ergibt uns eine Wassertiefe H1, die größer sein muss als das. Die größer, die nicht kleiner werden darf als dieser Wert. Das heißt, tiefer gehen darf ich nicht. Und dann muss ich versuchen, mit meiner Schütztafelhöhe und diesen beiden oder dieser Randbedingung dann letztendlich das Optimum an Energie aus dieser Anlage herauszuholen.